Moin, herzlich willkommen zurück zur Freitagsausgabe Let's Play Alice 17 auf der nordfriesischen Marsch, vierfach Map in der Version 1.3 ohne Gräben. Wir haben die Ernte in der letzten Folge beendet und bringen hier alles zurück zum Hof, machen alles schön sauber, kümmern uns um Produktion, kümmern uns um, dass alles soweit läuft. Und schauen dann mal weiter, was denn so anliegt. Da jetzt so keinen festen Plan. Auf jeden Fall wird heute Zeichen der Produktion stehen. Das hier ist jetzt nur so das letzte Fahrzeug noch von der Ernte, was ich sauber machen muss. Was er sauber machen will. Sieht aber ja schon gut aus. So, steigen wir mal ein. Bringen den Hänger weg. Und dann sind wir hier erstmal durch. Vollgetankt ist der Traktor. Den Axion hätte ich noch voll tanken können. Aber habe ich jetzt noch nicht gemacht. Egal. Gut. Wie gesagt, sind meine ganzen anderen Überladewagen. Ach, ich habe nur zwei. Einer steht unten beim Rinderhof, genau. Den kann ich dann auch nochmal hier hochholen. Dann kann der nämlich auch... Nee, doch nicht. Ich habe drei und einer steht da schon drin. Ah. Blindfisch. Mann, Mann, Mann. Manchmal muss ich auch sagen, Friesenjung, du bist auch ein blindes Huhn. So schön mein Mod ist, dass die Kamerakollision aus ist. Manchmal ist es doch hinderlich. Kann man so nicht anders sagen. Mann, ey, was fahre ich mir denn hier zurecht? Gibt's doch gar nicht. Ah ja, ja, ein bisschen da durchschieben. Hat noch keinem geschadet. So. Mann! Asche auf mein Haupt, ey. Traktor wegstellen. Fertig. Ja, Wachstum haben wir ja schon wieder aktiviert. Ich wollte gerade sagen, mir fehlt ein Traktor, aber nein, tut er nicht. Tut er nicht. Stehen sie und warten. So, wir steppen uns mal durch zum Hof. Rinderhof, genau zu dieser Maschine hier. Weil die kann nämlich auch jetzt tatsächlich zurück zum Rinderhof, da wo ich sie stationiert haben möchte. Dann kann ich eigentlich losgehen und kann mir noch den Klaas Kargos hier runterholen. Den ich ja immer mal brauche, den ich extra auch gekauft habe, um hier unten einfach feststationiert eine kleine Flotte zu haben. Könnte man dann im Prinzip sogar fast einen zweiten Hof aufmachen, was im Singleplayer nur halbwegs gut geht. Nein, aber ich habe hier unten... zwei Case-Traktoren stationiert, ein Optum und ein Puma. Und ich habe hier ein Klaas Lexion stationiert, ich habe hier einen Ballensammelwagen stationiert, eine Seemaschine, ich habe hier den Überladewagen und jetzt hole ich gleich noch den Kargos. Und dann habe ich doch schon mal einen ganz guten Grundstock. Dann können wir vielleicht mal gucken, was denn hier links auf dem Feld dann irgendwann mal wächst. Dann kaufen wir uns das auch noch dazu. Ja, das läuft schon. Das läuft schon. So.
Lager ist auch gut gefüllt. Wo steht meine Seemaschine? Wo habe ich die hingestellt? Da. Dann stellen wir noch den Überladewagen dann gleich neben. Weil der gehört da ja irgendwie zu. Ja, ich mache immer die gleichen Fehler, ich weiß. Ich mache zu große Lenkausschläge. Wie man jetzt schon wieder gesehen hat. Naja, gut, steht ein bisschen schief drin. Schief ist in, sagt man. Und jetzt gucken wir mal, habe ich hier schon Überführungskurs von den Rindern zum Hof? Wenn nicht, dann mache ich jetzt endlich mal einen. Weil den brauche ich ja auch ständig. Stahl natürlich. Nö, habe ich noch nicht. Alles klar, dann machen wir mal einen. Dann machen wir mal ein und gucken mal, was das dann so gibt. Holen den Kargos ab. Ja, keinen Sinn, wenn ich den Kurs hier ständig fahre, dann dafür keinen Überführungskurs zu haben. Das hatte ich jetzt neulich auch schon im Multiplayer-Livestream gesagt. Ich glaube, es macht schon fast Sinn, jeden Kurs, den man irgendwie fährt, wenn man irgendwo hinfährt, vorsichtshalber einfach mal einen Kurs aufzuzeichnen. Einfach, um sicher zu sein. Und nein, spätestens, wenn man den Kurs das dritte Mal hintereinander fährt, ärgert man sich, dass man keinen Kurs aufgezeichnet hat. Nein, ich werde trotzdem nicht für alles einen Kurs aufzeichnen, aber ich werde, glaube ich, schon ein paar mehr Kurse noch aufzeichnen. Was natürlich immer den Nachteil hat, dass das Laden des Spieles noch länger dauert. Denn jeder Kurs, den man aufgezeichnet hat, verlangsamt meiner Meinung nach das Laden des Spiels. Aber ich kann mich täuschen. Sind wir am Hof. Ich fahre dann nicht direkt zum Kargos, sondern ich fahre erst vorne Richtung Hof, da wo ich normalerweise die Fahrzeuge haben möchte, wenn ich hinfahre. Dann hole ich mir den Kargos und dann weil der Kargos steht ja da hinten bei der Saatgutproduktion. Und dann setze ich hier einen Pausepunkt und beende die Aufzeichnung. Warum setze ich einen Pausepunkt? Den setze ich, damit der Wagen, also das Fahrzeug auch anhält, wenn es hier ankommt. Ansonsten müsste ich jedes Mal bei Abfahrer einstellen, müsste ich danach klicken, dass er praktisch am Endpunkt warten soll. Das vergesse ich aber natürlich häufig. Und so, ne, wenn man wenn man da einen Wartepunkt setzt, dann braucht man das nicht extra anhaken, dann bleibt der einfach da stehen.
fährt nicht einfach weiter oder beziehungsweise versucht dann nicht wieder den Kurs von vorne anzufangen, was dann meistens in irgendeiner wilden Kreisfahrt endet. Ah, also den Tipp, den kannte ich schon, das habe ich früher schon mal ein bisschen so gemacht, aber mein Neffe hat mich jetzt im letzten Livestream da nochmal dran erinnert. Nein, ich habe das bisher immer oder häufig vergessen, aber ja, jetzt zum Glück nicht. So. Den Kurs, den wir jetzt zurück aufnehmen. Den nehmen wir dann mal ab hier auf. Und fahren schön einmal zurück zum Rinderhof. Ja, dass man nicht einfach sagen kann, den Kurs in umgekehrter Reihenfolge abfahren. Aber nein, das macht ja auch nicht wirklich Sinn. Ja, weil, weil ich dann ja auf der falschen Straßenseite fahren würde. Mal gucken, was dazu im LS19 kommt. Ob es da... ob es da gar nichts zu dem Thema gibt, ob die Helfer intelligenter sind. Oder was ich mir vorstellen könnte, ist sogar, dass es so intelligent ist, dass praktisch die Maschinen automatisch die Straßen erkennen und man wirklich sagen kann, pass mal auf, fahr mal jetzt zum Rinderhof und er dann wie bei so einem Navi sich die beste Verbindung raussucht und dann fährt. Das würde beim Karten erstellen mit Sicherheit ein bisschen mehr Aufwand bedeuten. Aber fürs Fahren wäre es, glaube ich, schon ganz cool. Naja, und dann muss man an jedem Hof oder an jedem Ort von diesen Zielen muss dann ein Punkt definiert sein, wo die Maschinen dann hinfahren. Mal gucken, was LS19 uns da bringt. Da werden wir in den nächsten Monaten, werden wir da ja mehr erfahren. Stück für Stück. Ich glaube, wenn ich das so richtig gehört habe, bei Cattle and Crops ist sowas in der Art geplant. Also wirklich sagst du, ich mich da und dahin. Und dann fährt er dahin. Also ich möchte natürlich, finde Cosplay schon ziemlich cool, was eben extrem flexibel ist. Man da doch unheimlich viel mitmachen kann. Es ist extrem umfangreich. Von den Funktionen her. Aber... dadurch eben auch extrem flexibel. So, wir sind beim Rinderhof angekommen. Fahren wir hier rum. Genau hier. Jetzt haben wir wieder den Punkt. Und den. Speichern das ab. Das Üb auf Binder. Wir können den Kurs dann löschen, aber wir haben ihn. Was sehr cool ist. Ja, da steht noch irgendwie so halb... ja. Nicht mal halb elegant, sondern vollkommen unelegant eingeparkt. Mein einer Drescher, den ich hier stationiert habe. Ja, ihr seht schon, ich mache wieder zu große Bewegungen. Das geht dann immer in Mist über, sozusagen. Hier unten eigentlich schon einen Kärcher mir gekauft. Nee, ne?
So, der kleine Puma neben dem großen Optum. So, raus. Nein, ich habe mir noch scheinbar noch keinen Kercher gekauft. Können wir ja mal nachholen. Sind die denn? Doch, ich habe mir einen gekauft hier. Den habe ich, den denn hingestellt? Oder habe ich den oben an der BGA? Sieht man die Kerchers? Sieht man die hier in der Übersicht? Ja, hier oben habe ich den. Alles klar. Da hinten steht er. Da kann ich hier ja auch noch einen kaufen. Macht ja Sinn. Hier muss dann auch mal Diesel hin. Unglaublich, ich habe mich noch null um Produktionen gekümmert. Und die Folge ist schon wieder vorbei. Unfassbar. Und wir haben einen neuen Kercher. Wunderbar. Cool. So, wir gucken mal, wo wir hingehen. Ich verabschiede mich schon mal bei euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freut mich, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst mir einen Kommentar. Hinterlasst mir ein Like. Kommentar auch gerne, wenn es euch nicht gefallen hat. Konstruktive Kritik. Immer her damit. Kann die Sache nur besser machen. 345.000 Hopfen. 500.000. Warum produziert er dann nicht? Ist er voll? Und, wir sind voll. Das heißt, wir verdienen Geld gleich. Paletten sind genug da. Joa. Paletten sind genug da. Das ist schön. Ja, abonniert mich, hinterlasst mir ein Like und lasst mir einen Kommentar. Wie gesagt, auch gerne negative Kommentare, wenn es denn vernünftige Kritik ist. Nicht einfach nur haten und dissen und so. Da hat keiner was von. Hier haben wir nichts mehr. Ja, und wenn ihr morgen Samstag wieder einschaltet, morgen gibt es 2 Folgen. Heute Abend wird es keinen Livestream von mir geben, weil ne, ich habe keine Zeit. Von Fade Action wird es wohl auch keinen geben, so hat er zumindest angekündigt. Vielleicht bin ich morgen Abend bei Fade Action mit dabei, vielleicht streame ich dann auch parallel, falls es da keinen Multiplayer-Livestream gibt, vielleicht streamen wir dann selber live aus dem Multiplayer, das wissen wir noch nicht. Ich sage auf jeden Fall mal, ciao!